Ja, mich begeistert gerade in der Bibel diese Stelle im Korintherbrief 13, das Hohelied der Liebe. Es lautet, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte aber die Liebe nicht, so wäre alles nichts. Ich finde, dieses Hohelied der Liebe zeigt wie kaum eine andere Bibelstelle auf, dass der Mensch nicht nur aus sich selbst heraus, sondern nur gemeinsam mit Gott verortet ist und damit auch in Bezug zu seinen Mitmenschen steht und vor allen Dingen auch ihrer Liebe bedarf. Diese Erkenntnis vermittelt uns ein tiefes Gefühl der Demut, das besonders im Miteinander, im Umgang unter den Menschen so bedeutend ist und auch Richtschnur sein kann der Begegnung. Und der Respekt vor unseren Mitmenschen, der Respekt vor der Schöpfung und auch die Erkenntnis der Begrenztheit menschlichen Wissens und Tuns sind eben ein wichtiges Korrektiv für alle, die heutzutage Verantwortung tragen. Und in besonderer Weise rückt eben dieses Hohelied, aber auch die Hoffnung auf die Liebe in der Welt, damit das grundsätzlich Gute im Menschen in den Mittelpunkt. Und es bestärkt uns darin auch, dass man sich für die Mitmenschen einsetzt. Und dazu gehört eben Demut, Hoffnung, Vertrauen. Das sind die wichtigsten Ratgeber. Denn nur durch sie finden wir auch wieder zum einen zur Liebe Gottes, aber damit auch rückstrahlend zur Liebe zu den Mitmenschen, die uns trägt und letztlich eine Erfüllung auch darstellt in unserem Schaffen, in unserem Tun, in unserem täglichen Leben, in unserem Miteinander. Und deshalb finde ich dieses Hohelied der Liebe einen schönen, wichtigen Begleiter, Kompass und Gradmesser, der uns hilft, Maßstab zu sein für den Alltag, zu bewältigen und aber damit auch auf die Kraft des Glaubens zu vertrauen.